Warum ist Sprache manchmal schwer zu verstehen? Wie kann Sprache vereinfacht werden, wenn Verständigungsschwierigkeiten zu erwarten sind? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Video. Als beratende Person sollten Sie sich möglichst sprachlich zurücknehmen. Ihre Redeanteile sollten gering sein. Sie beschränken sich auf das Fragen. Vielleicht geben Sie Informationen der beratungssuchenden Person mit eigenen Worten wieder. Sie signalisieren zum Beispiel kurz, dass Sie zuhören mit Hilfe von oder ähnliche Äußerungen. Aber selbst geben Sie kaum neue Informationen in die Beratungssituation. In der Beratung geht es nicht um Sie. Ihre Sprache sollte dazu dienen, dass die beratungssuchende Person eigene Lösungswege entdeckt. Trotzdem werden auch Sie sprechen und dabei sollten Sie eine möglichst verständliche Sprache verwenden. Was aber macht Sprache schwer zu verstehen? Wir gehen bei den folgenden Überlegungen davon aus, dass wir beim Kommunizieren vorwiegend Texte verwenden und schauen uns deshalb an, was Texte charakterisiert und was darin leicht oder schwer sein kann. Wir wollen hier Texte über einige definitorische Merkmale beschreiben. Je mehr von diesen Merkmalen erfüllt sind, desto eher sprechen wir von einem Text. Texte sind in der Regel schriftlich, komplex, inhaltlich abgeschlossen, kohärent und kohäsiv. Was bedeutet das? Zunächst schwingt in dieser Aufzählung mit, dass Texte im Prinzip auch mündlich sein können. Und so können wir beispielsweise im europäischen Referenzrahmen lesen, Text heißt jeder Diskurs, mündlich oder schriftlich. Obwohl also Texte auch mündlich sein können, verstehen die meisten Menschen darunter schriftliche Texte. Texte sind zudem in der Regel komplex. Nach der vorherigen Definition ist auch eine mündliche Äußerung wie "Warten Sie" ein Text, denn diese wird in einem Lebensbereich verwendet, um sprachlich zu handeln. Hier würden aber die meisten Menschen sagen, dass dies nur bestenfalls ein Satz ist. Und ein Satz allein macht keinen Text aus. Inhaltlich sollten Texte zudem abgeschlossen sein. Eine Geschichte sollte einen Anfang, eine Entwicklung und schließlich ein Ende haben. Das ist dann ganz sicher ein komplexer und inhaltlich abgeschlossener Text. Wie sieht es aber mit "Warten Sie" aus? Wenn jemand eine Brieftasche auf der Straße verliert und ich rufe "Warten Sie", um danach auf die Brieftasche zu zeigen, ist das eine abgeschlossene Sequenz? Danach kommt noch vermutlich ein "Oh, danke" und der Text ist zu Ende. "Warten Sie" ist also in dieser Situation zwar nicht besonders komplex, aber inhaltlich abgeschlossen. Wie sieht es mit den Begriffen kohärent und kohäsiv aus? Kohärent bezieht sich auf den inhaltlichen Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Aussagen. Betrachten wir folgenden Text. In diesem Text gibt es verschiedene Aussagen, die aufgrund unserer Erfahrung Sinn ergeben. Menschen tragen Brieftaschen, die rausfallen können. Andere Menschen können darauf hinweisen und in diesem Fall werden wohl die meisten Menschen dankbar sein, denn niemand verliert gerne Geld. Wie sieht aber die Kohärenz im folgenden Text aus? Scheinbar hängen diese Aussagen nicht zusammen. Der Text ergibt deshalb keinen Sinn und wir verstehen ihn deshalb nur als Aneinanderreihung verschiedener Aussagen, die offenbar in keinem Zusammenhang zueinander stehen. Das ist natürlich ein ungewöhnliches Beispiel, das zeigen soll, dass wir unsere Erfahrungen einbeziehen, um Aussagen als kohärent zu betrachten. Wir sehen nie, dass aus einer Brieftasche eine Jacke fällt. Menschen können auch normalerweise nicht durch Straßen schwimmen und Bahnhöfe werden nicht geschlossen. Der Text knüpft nicht an unsere Erfahrungen an. Wie sieht es aber mit einem Text zum Weihnachtsfest aus? Kann man die Aussagen darin kohärent betrachten, wenn man seit 30 Jahren keine Weihnachten, sondern Zuckerfest feiert? Oder weiß man, wie die möglichen Abläufe im Straßenverkehr sind, wenn man noch ein Kind ist und weder Führerscheinprüfung gemacht hat, noch über Fahrerfahrung im Straßenverkehr verfügt? Ob also ein Text als kohärent betrachtet wird, hängt stark mit den Erfahrungen und dem Wissen zusammen. Insbesondere bei Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kann dies zum Tragen kommen. Und was meint, dass ein Text kohäsiv ist? Kohäsiv bezieht sich auf die Textoberfläche, das heißt sozusagen auf die Wörter auf dem Blatt Papier. Kohäsiv bezieht sich auf die Verbindungen, die Wörter oder Satzteile innerhalb eines Textes herstellen. Kohäsionsmittel sind Wörter, die die Leser dazu bringen, innerhalb eines Textes zurück oder nach vorne zu blicken. Ganz einfache Kohäsionsmittel sind zum Beispiel der bestimmte Artikel, der uns anzeigt, dass etwas schon bekannt ist.
Wenn ich also ein Mann ging durch die Straße sage, dann ist das ein Unterschied zu der Mann ging durch die Straße. Bei der Mann habe ich das Gefühl, dass schon vorher etwas zu diesem Mann gesagt wurde. Andere Kohäsionsmittel sind Wörter und Satzteile wie deshalb, vor diesem Hintergrund, wie bereits gesagt, oder zusammenfassend kann man sagen, dass... Solche Kohäsionsmittel schaffen eine Verbindung zwischen etwas, was zuvor gesagt oder geschrieben wurde, und etwas, was noch kommen wird. Kohäsion ist also der Grad an Verbindungen auf der Textoberfläche, die durch Kohäsionsmittel geschaffen wird. Kohärenz und Kohäsion hängen zusammen und können sich unterstützen. So kann es sein, dass etwas für mich nicht kohärent erscheint, zum Beispiel zum Thema Weihnachten, weil mir bestimmte Erfahrungen fehlen. Wenn ich aber einen Text dazu lese, können mir Kohäsionsmittel anzeigen, dass es eine Verbindung zwischen Aspekten des Textes geben muss, auf die ich ohne bestimmte Erfahrung nicht gekommen wäre. Beim Satz »Alle freuten sich, weil es der 24.12. war«, muss man wissen, dass es am 24.12. in der Regel Geschenke gibt, über die man sich freut. Sollte man diese Erfahrung nicht haben, dann wird das Wort »weil« mir anzeigen, dass der 24.12. wohl etwas ist, was ein Grund zur Freude ist. Kohäsionsmittel helfen also beim Verstehen von Texten, weil sie Hypothesen über inhaltliche Zusammenhänge ermöglichen. Was bedeutet das alles nun für das Verstehen und den Schwierigkeitsgrad von Texten? Wenn Sie leichter verstanden werden wollen, dann bleiben Sie mündlich einfach, beziehen sich auf bekannte Erfahrungen und Wissen und bemühen sich um Kohäsion in Ihren Texten. Das erinnert zum Teil an konzeptionelle Mündlichkeit. Sie erinnern sich daran? Ein typisches Merkmal von konzeptioneller Mündlichkeit ist, dass sie stark vom Ich, Hier und Jetzt geprägt ist. Es ist eine sehr einfache Sprachverwendung, die wir in ähnlicher Form auch auf dem A1-Niveau des europäischen Referenzrahmens sehen. Das A1-Niveau bei einer Zweitsprache beschreibt eine elementare Sprachkompetenz. Das Ich, das Hier und das Jetzt stellt mehr oder weniger sicher, dass das, worüber wir kommunizieren, bekannt ist. Kohärenz ist eher gegeben, wenn wir zum Beispiel über ein Kontextwissen verfügen. Das würde auch bedeuten, dass abstrakte Texte, die sich nicht auf etwas beziehen, was mit dem Ich, Hier und Jetzt zu tun haben, schwieriger zu verstehen sind. Das ist der Fall bei bildungssprachlichen und fachsprachlichen Texten. Ein Merkmal von solchen abstrakten Texten ist die Distanz zum Ich. Man spricht dabei von Sprache der Distanz, die typisch für Bildung und Fachsprache ist. Schauen wir uns folgende Aussage an. Ich gieße eine Flüssigkeit ab. Ich sehe einen braunen Bodensatz. In dieser Reihenfolge zeigen diese Aussagen einen zeitlichen Ablauf an. Diese zwei Sätze sind kohärent für mich, wenn ich schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass beim Abgießen einer Flüssigkeit ein Bodensatz im Behälter zurückbleiben kann, wo die Flüssigkeit war. Kohäsionsmittel fehlen hier, aber es wäre leicht, einige dazu zu schreiben. Zum Beispiel, ich gieße die Flüssigkeit ab und dann sehe ich einen braunen Bodensatz. Oder ich sehe einen braunen Bodensatz, weil ich die Flüssigkeit abgieße. Wie würde es aussehen, wenn die Reihenfolge der Aussagen anders wäre? Ich sehe einen braunen Bodensatz, ich gieße eine Flüssigkeit ab. Ich müsste jetzt darüber nachdenken, warum mich das Erblicken eines braunen Bodensatzes dazu bringen könnte, eine Flüssigkeit abzugießen. Wie wäre es, wenn wir diese Reihenfolge behalten, aber Kohäsionsmittel dazu nehmen? Ich sehe einen braunen Bodensatz, nachdem ich die Flüssigkeit abgieße. Hier ist es das Wort nach dem, was mir anzeigt, was die zeitliche Abfolge der Ereignisse ist. Die Aussagen werden für mich kohärenter. Diese Beispiele zeigen, dass Texte zum Teil einfacher zu verstehen sind, wenn sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen oder Erfahrungen abbilden. Schauen wir uns noch vier weitere Sätze an. Alle Sätze beschreiben in etwa dieselben Erfahrungen und eine zeitliche Abfolge von Ereignissen. Der erste Satz ist aber ein Ich-Satz. Die Nebensatzstruktur ist typischer für schriftliche Texte als für Mündlichkeit. Aus einer konzeptionell mündlichen Perspektive betrachtet wäre folgender Satz zu erwarten. Ich gieße die Flüssigkeit ab und dann sehe ich einen braunen Bodensatz. Oder, falls ich mich auf die Vergangenheit beziehe, eher, ich habe die Flüssigkeit abgegossen und dann habe ich einen braunen Bodensatz gesehen. Die Verwendung des Präteritums abgoss oder sah ist in der Mündlichkeit eher selten. Mündlich verwenden wir öfter ein Perfekt, habe abgegossen oder habe gesehen.
Beim zweiten Satz ändert sich das Subjekt. Aus einem Ich wird ein Mann. Der Satz ist abstrakter, weil wir jetzt nicht wissen, wer wirklich die Flüssigkeit abgießt. Sowohl Ich als auch Mann sind handelnde Subjekte. Der dritte Satz, wird die Flüssigkeit abgegossen, wird ein brauner Bodensatz sichtbar, entfernt sich noch mehr von der Ich-Aussage. Es gibt zwar noch grammatikalisch betrachtet ein Subjekt, aber es ist kein handelndes Subjekt mehr. Im Satz, die Flüssigkeit wird abgegossen, ist die Flüssigkeit das Subjekt. Das erkennen wir deutlich daran, dass die Endung des Verbs sich ändert, wenn wir die Flüssigkeit in die Mehrzahl setzen. Die Flüssigkeiten werden abgegossen. Die Flüssigkeit ist also im Satz grammatikalisch betrachtet ein Subjekt, aber wer handelt denn hier? Wer hat denn in diesem Satz die Flüssigkeit abgegossen? Genau diese Information ist im dritten Satz verloren gegangen. Die Ich-Bezogenheit fehlt. Aus den Ich-Sätzen ist ein unpersönlicher Satz geworden, bei dem es nur um die Handlung und die Folgen des Abgießens und des Sehens geht. Die Passivkonstruktion und die Bildung eines Adjektivs aus dem Verb sehen machen aus dem ersten Satz eine abstraktere Aussage im dritten Satz. Geht es noch abstrakter? Ja, schauen wir uns den vierten Satz an. Hier haben wir mit dem Wort abgießen eine Nominalisierung, die sich aus dem Verb abgießen ergibt. In der Phrase abgießen der Flüssigkeit wird auch das Objekt geliefert, nämlich die Flüssigkeit. Im vierten Satz ist das ursprüngliche Subjekt, ich, des ersten Satzes verschwunden. Durch die Nominalisierung wird der Nebensatz vermieden. Grammatikalisch betrachtet haben wir hier also nur einen Hauptsatz. Man könnte meinen, dass das eine Vereinfachung ist, wenn man den vierten Satz mit dem dritten Satz vergleicht, der ja aus einem Haupt- und einem Nebensatz besteht. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Nominalphrase Abgießen der Flüssigkeit ist mehr oder weniger satzwertig und bedeutet, jemand gießt die Flüssigkeit ab. Dass diese Nominalphrase satzwertig ist, können wir erkennen, wenn wir im dritten Satz ein durch mich ergänzen. Wird die Flüssigkeit durch mich abgegossen, zeigt sich ein brauner Bodensatz. Dieser Satz könnte wieder durch einen Ich-Satz formuliert werden. Ich gieße die Flüssigkeit ab. Ähnlich können wir im vierten Satz vorgehen, das Abgießen der Flüssigkeit durch mich ist satzwertig und kann auch als ich gieße die Flüssigkeit ab umformuliert werden. Der vierte Satz ist ein gutes Beispiel dafür, was Bildung und vor allem Fachsprache charakterisiert. Die Texte werden zwar kürzer, aber nicht einfacher, denn die Aussagendichte erhöht sich. Zum Beispiel durch die Verwendung von Nominalisierungen. Wie erkennen wir, wie die Aussagendichte in einem Text ist? Grob gesagt können wir Aussagen in einem Text erkennen, wenn wir Vollverben erkennen. Die Vollverben können offensichtlich sein, wie zum Beispiel ich gieße ab oder ich sehe etwas. Sie können sich aber auch in anderen Wörtern verstecken, zum Beispiel das Abgießen oder sichtbar. Diese Wörter leiten sich aus Vollverben ab. Erkenne ich ein Vollverb, dann kann ich daraus im Prinzip eine Aussage als grammatikalisch vollständiger Satz bilden. Dabei kann es sein, dass mir Informationen fehlen und ich diese aus dem Kontext oder aufgrund meiner Erfahrungen ersetzen muss. Das Abgießen der Flüssigkeit kann ich also als jemand gießt die Flüssigkeit ab und wenn ich diesen Satz in einer Versuchsanleitung für den Chemieunterricht lese, dann kann ich mir denken, dass jemand vermutlich ich oder zum Beispiel ein Schüler ist. Schauen wir uns einen erfundenen Satz an, der auch in einem Fachbuch stehen könnte. Die Festnahme der gewalttätigen Demonstranten durch die Polizei wurde erst durch die Entsendung von Hundertschaften eingeleitet. Das ist zwar nur ein Hauptsatz und man könnte denken, dass das kein Text ist. Darin verstecken sich aber mehrere Vollverben. Deshalb kann der Satz auch mit Hilfe von mehreren ganzen Sätzen umformuliert werden. Der Reihe nach sind folgende Aussagen enthalten. Die Polizei nimmt jemanden fest. Jemand demonstriert auf eine gewalttätige Weise, für oder gegen etwas. Jemand leitet etwas ein. Jemand entzündet Hundertschaften. Wir sehen, dass die Sätze A bis D in dieser Reihenfolge möglicherweise schwierig zu verstehen sind. Wie wäre es mit einer anderen Reihenfolge? Jemand demonstriert auf eine gewalttätige Weise. Jemand entzündet Hundertschaften. Jemand leitet damit etwas ein. Die Polizei nimmt die gewalttätigen Demonstranten fest. Diese Abfolge spiegelt die Abfolge der Ereignisse besser wider. Die Vorteile dieser Sätze sind ihre einfache Struktur, die an Ich-Aussagen erinnert. Ganz vorne steht ein handelndes Subjekt. Wenn wir unsere Erfahrung beachten, können wir die Subjekte durch Personen ersetzen, die diese Handlungen vollbringen können.
achten wir darauf, selten vorkommende Wörter zu vermeiden und geben einige Kohäsionsmittel dazu, dann ergibt sich folgender Text. Menschen haben auf eine gewalttätige Weise demonstriert. Deshalb hat der Polizeipräsident Hundertschaften geschickt. Dadurch hat er etwas möglich gemacht. Die Polizei hat die gewalttätigen Demonstranten festgenommen. Der ursprüngliche Satz ist nur scheinbar einfacher. Es ist zwar nur ein Hauptsatz, darin verstecken sich aber mehrere Aussagen, die zu einem komplexeren Text führen. In diesem ausformulierten Text sind die einzelnen Aussagen einfacher zu verstehen und die zeitliche Abfolge der Aussagen entspricht der Abfolge von Ereignissen. Was bedeutet das für Sie als beratende Person? Welche Empfehlungen können Sie aus diesen Überlegungen für sich selbst ableiten? Beachten Sie das Ich, das Hier und das Jetzt der beratungssuchenden Person. Versuchen Sie sich in die kulturelle Sichtweise und Erfahrungswelt der beratungssuchenden Person hineinzuversetzen und knüpfen Sie dort sprachlich an. Versuchen Sie, Ich oder Wir oder Sie Sätze zu formulieren. Solche Sätze haben immer ein handelndes Subjekt am Anfang. Vermeiden Sie deshalb Passivbildungen, denn in Passivbildungen lassen wir in den meisten Fällen die handelnde Person weg. Vermeiden Sie Nominalisierungen oder zum Beispiel Adjektivbildungen aus Vollverben. Achten Sie darauf, dass Phrasen manchmal satzwertig sein können. Versuchen Sie, die zeitlichen Sprünge in Aussageketten zu vermeiden. Solche zeitlichen Sprünge können zwar mit Hilfe von Kohäsionsmitteln verstanden werden, sie sind aber schwieriger zu verstehen als einfache Sätze, die im Text in der zeitlichen Abfolge der Ereignisse formuliert werden. Und damit sind wir zum Ende des Videos gekommen. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.